Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zur Lektion 16 von Ein Kurs in Wundern. Ich habe keine neutralen Gedanken. Der heutige Leitgedanke ist ein erster Schritt der Auflösung der Überzeugung, deine Gedanken hätten keine Wirkung. Alles, was du siehst, ist das Ergebnis deiner Gedanken. Es gibt keine Ausnahme von dieser Tatsache. Jeder deiner Gedanken trägt zur Wahrheit der Illusion bei. Entweder dehnt er die Wahrheit aus oder er vervielfacht die Illusion. Heißt ja eigentlich, also wir können ja nicht denken. Und alles, was wir denken, und sei der Gedanke noch so klein, erschafft unsere 3D-Realität. Das wissen wir ja. Meistens beschränken wir uns darauf, dass unsere großen Gedanken halt für unsere Realität verantwortlich sind, aber es sind halt auch die klitzekleinen. Sei dir gewahr, dass jeder deiner Gedanken entweder Frieden oder Krieg, entweder Liebe oder Angst bringt. Ein neutrales Ergebnis ist unmöglich, weil ein neutraler Gedanke unmöglich ist. Finde ich auch ein bisschen mindblowing. Erforsche beim Anwenden des heutigen Leitgedankens deinen Geist etwa eine Minute lang mit geschlossenen Augen und bemühe dich aktiv, keinen kleinen Gedanken zu übersehen, der möglicherweise dazu neigt, sich der Erforschung zu entziehen. Wiederhole in den Übungszeiten zunächst den Leitgedanken für dich und während dann ein Gedanke nach dem anderen vor dein geistiges Auge tritt, halte ihn einen Augenblick lang im Bewusstsein fest, während du dir sagst, dieser Gedanke über ist kein neutraler Gedanke. Oder dieser Gedanke über ist kein neutraler Gedanke, weil ich keine neutralen Gedanken habe. Es werden 4 oder 5 Übungszeiten empfohlen, wenn du sie einigermaßen mühelos empfindest. Wenn Anstrengung damit verbunden ist, reichen 3 aus. Die Dauer der Übung sollte ebenfalls verkürzt werden, wenn Unbehagen auftritt. Also, Lektion 16. Ich habe keinerlei neutrale Gedanken. Dieser Gedanke über ist kein neutraler Gedanke, weil ich keine neutralen Gedanken habe. Ich finde, das muss man einfach mal so akzeptieren und im Sinne von unserer Schöpferkraft, dass jeder Gedanke schöpferisch ist, kann ich das auch so annehmen. Wie geht's dir damit? Liebe Grüße.